Kevin, du kommst gerade von der Behandlung, warst bei unseren Physiotherapeuten, bist durchgeknetet worden. Wie ist es? Ja, ist gut. Ich glaube, das ist auch wichtig, die Pflege und Regeneration im Trainingslager, da wir sehr anstrengende Tage haben und da kann man auch viel vorbeugen und dementsprechend sich auch präparieren. Die Fans zu Hause, die sehen euch meistens nur in Bildern und Videos auf dem Trainingsplatz, aber erzähl doch mal, wie sieht denn so ein Tag im Trainingslager aus? Wie ist denn so der Ablauf? Ja, gut, morgens erstmal frühstücken, dann geht es zur ersten Trainingseinheit, dann gibt es die Mittagspause, die sehr wichtig ist, die auch zum Schlafen genutzt wird und dann geht es halt auch schon wieder weiter zur zweiten Trainingseinheit. Und dann? Dann gibt es Essen und Pflege, also sehr monoton, aber ja, so ist das halt im Trainingslager. Es gibt aber auch mal ein paar Zeiten dazwischen, du hast gesagt, die meiste Zeit versucht man zu schlafen, aber wie verbringt man denn sonst so die wenige freie Zeit, die man hat im Trainingslager? Ja gut, das Fernsehprogramm hält sich in Grenzen hier bei uns, aber manchmal mit Playstation dabei oder ein bisschen Karten gespielt, also man findet schon Beschäftigung. Mit wem bist du zusammen auf dem Zimmer? Mit dem Gino Fechner. Und was macht ihr so auf dem Zimmer? Mittags schlafen, abends relativ früh ins Bett gehen, muss ich sagen. Also gestern habe ich noch einen Film geguckt, aber wie gesagt, also man ist dann schon relativ platt. Seit gestern sind wir hier in Spanien, in Laurin El Grande. Wie beurteilst du so das ganze hier Umfeld, Hotel, Essen, alles gut? Ja, es passt alles. Also ich glaube, dass gerade auch die Wege sehr kurz sind zum Trainingsplatz. Das ist ja auch immer so eine Sache im Trainingslager, aber das passt hier perfekt. Der Platz ist top aus meiner Sicht. Man kann gut arbeiten und ja, man hat eine. Das Wetter ist ganz gut, also zumindest heute und gestern und wie gesagt, das ist ganz schön. Was steht denn auf dem Programm in Sachen Training oder wo liegen die Schwerpunkte bisher? Ihr hattet jetzt drei Trainingseinheiten schon? Ja, das ist ganz klar taktisch. Ich glaube, dass wir auch halt wissen wollen oder der Trainer uns auch zeigen will, was er haben will und da geht es halt dran. Gibt es irgendwas, was du vermisst von zu Hause, was man im Trainingslager nicht hat? Das eigene Bett. Und ganz zuletzt, letzte Frage, du sprichst fließend Spanisch, habe ich gehört, kannst du dich mal daran teilhaben lassen? Nee, das lasse ich mal lieber. Alles klar, dann viel Spaß am Trainingslager, danke dir.